Aber man sieht das echt so schlecht. Aber so richtig. So, passt mal auf. Hier habe ich schon einen. Hier sind es noch zwei. So muss das. Hier dürfen dann noch, ja. Ja, ne? Mit diesem Rumgesäge hier. Eine halbe bitte. Ich liebe diese Blöcke. Ich liebe sie. Sie tun immer genau das Gegenteil, was ich möchte. Okay. Dann könnten wir hier auch noch nach unten schauen, schämen. Geht wieder. Hier und hier. So. Hat das jetzt wieder nicht gereicht? Oh Mann. Sind das die kleinen? Ja. Dann machen wir hier noch 1, 2, 1, 2. Irgendwie habe ich so das Gefühl, hier fehlt auch noch was, ne? Nur so ein klein wenig irgendwie. Damit das doch fertig bauen. Ach ja, und wenn ich mir das mal so angucke, wir sind in der letzten Folge, ne? Die letzte Folge des Ticket Classics. Der weg. Der weg. Der weg. Und der. Das sieht ja irgendwie komisch aus, ne? Sieht lustig aus. Der Bahnhofspavillon, der schwarze Bahnhofspavillon, genau. So, hier irgendwo ein Monster? Ne. Ein bisschen Dings könnte man eigentlich hier noch verbauen. Aber das soll jetzt hier erstmal so passen, ne? Also, ich brauche ja auf alle Fälle einen Durchgang. Hier können wir schon mal wieder zumachen. Und zwar normalerweise hier, ne? Ne, hier. Hallo? Mann, 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 Mann. Wir brauchen eine Tür und ein Schild. Was ich jetzt eigentlich in der letzten Folge auch mal machen könnte, ich könnte einen kleinen Rundgang machen. Wenn ich das jetzt mit der Tür und dem Schild hier fertig gemacht habe, könnten wir einen kleinen Rundgang machen. So. Kein Holz mehr hier. Das ist ja mal wieder toll. Und pennen gehen darf ich auch schon. Holz! Holz! Wo ist das Holz? Hier und hier. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ein Stick. Zack. Und eine Tür, habe ich gesagt. Auf nach oben. Diese Grillen. Diese Grillen. Irgendwie wird die Musik ja auch gerade zu so einem kleinen Rundgang passen, ne? Aber jetzt ist er schon wieder vorbei. Nee, noch nicht. Dacht schon. So. Eine Tür. Wo ist mein Sein?
Wüsten. Query. Dann. Ja, dann würde ich doch wirklich fast sagen, wir fangen mal an mit dem kleinen Rundgang, denn wie gesagt, das ist jetzt die letzte Staffel des Tekkit Classics. Die letzte Staffel, genau. Die letzte Folge der Staffel von Minecraft Tekkit Classic Singleplayer. So, jetzt haben wir es raus. So. Also Spawn, den weiß ich noch ganz genau, weil ich war so beeindruckt. Ich war wirklich so beeindruckt, hier so eine schöne Fläche zu finden, ne? Wir hatten eigentlich im Schneebiom nicht wirklich was gemacht, ne? Und zwar war unser Spawn, wenn ich mich nicht irre, wenn ich mich jetzt nicht ganz irre, genau hier. Genau hier haben wir eigentlich angefangen. Und das Erste, was wir natürlich mal gemacht haben, wir haben da drüben ein paar Bäume gefällt. Ich hoffe, ich bringe das überhaupt in der Folge unter. Und haben uns hier, wo... Ja, genau hier, wo unser Haus eigentlich steht, haben wir uns so eine richtig mickrige Bretterbude gebaut. Angefangen natürlich Crafting Table, Ofen, etc. So. Wie ging's weiter? Erstmal richtig Musik suchen. Finden wir was Passendes? Bin ja fleißig an meinem Headset am drücken. So, das könnte man lassen. Nee, das passt auch irgendwie nicht. Lass mich hier mal weiterhören. Das könnte man lassen. So, wir hatten ja quasi hier unseren, oder hier ist ja unser Zugang zur Mine. Wir hatten hier quasi uns auch so einen kleinen Bretterverschlag gebaut mit Tür. Mit dem wir in die Mine gehen konnten. So, was war eigentlich das nächste? War das die erste Quarry? Oder war das der Anfang der Halle? Boah, ich sag ja, das ist mittlerweile schon so lang her. Ich glaube wirklich, dass wir die erste Halle hatten. Ich glaube, ein Teil der Halle zumindest. Und in der Halle hatten wir uns ja dann die Quarry gebaut. Oder war das davor dann auch? Nee, weil wir hatten ja erst das Sortiersystem, genau. Die Halle kam vorher. Und wir hatten hier natürlich ein paar Kisten und unsere Halle ging quasi bis hierher. Ne? Also das war eigentlich so die ursprüngliche Hallenfläche. Und dann hatten wir danach irgendwann angefangen, hier genau unterirdisch mein automatisches Crafting-System zu bauen. Dass ich dann leider abreißen musste, ja, ne? Weil Serverumzug, also weil ich von meinem Rechner, boah, jetzt dachte ich schon, da steht ein Creeper, auf den Server umgezogen bin. Und warum? Ich hatte einen Gast, und zwar die Ria, und die hat mir hier meinen schönen, ne, ich muss ja so sagen, sie hat mir zuerst mal mein Haus verschönert, ne? Weil das sah ja wirklich schlimm aus, also... Ja, da muss ich wirklich gestehen, mein Haus sah furchtbar aus. Und als nächstes hatte sie mir meinen FSK 18 Raum gebaut. Mit Couch, mit Stangen für den Table Dance. Ach, ist das schön. Na Bar, so könnte man das eigentlich nennen. Ne? Brewing Stand. Meiner schönen Beleuchtung, hier diese schöne Chill-Out Lounge. Oh ja, das war schön, das war schön. Wenn ja nur noch ein paar Käfige und so drin. Nee, braucht man nicht. Jo, in der Zeit, als Ria das gebaut hatte, gab es bei uns die Straßenbeleuchtung, die eigentlich auch nie so wirklich fertig wurde. Und meine Farmmaschine, die hatte ich, glaube ich, schon am Server gebaut. Die wirklich nicht zu 1000% funktioniert. Sie funktioniert zwar... Aber das Problem ist einfach, ja, ne? Ihr seht selbst, das mit dem Server, also ich bin wirklich froh, wenn ich jetzt dann wieder im Singleplayer zocke und sehe, wo die Items auch wirklich hingehen. Also in dem Ding hier steckt schon eine Menge Technik drin, also, ja. Ja, da habe ich auch lang dran gesessen. Ich glaube wirklich, das waren damals 6 Stunden, ne? Wo ich auf einer separaten Welt hier wirklich im Creative rumprobiert habe.
und mir das Zeug zusammengesucht habe. Ja, ne? Aber sie hat zumindest größtenteils funktioniert. Auch wenn sie uns jetzt nicht die Massenproduktion gebracht hätte. Da hätte ich eventuell mit Knochenmehl arbeiten müssen und das Lied passt jetzt mal so überhaupt nicht. Ich suche wieder. Finde ich was Passendes? Oh ja, das kann man lassen. Ja, das kam quasi auch mit dran. Ja, auf das Nether-Portal gehe ich jetzt quasi nicht mit ein. So, dann stand ja irgendwann die Hallenerweiterung an. Mit Beleuchtung etc. Unsere Queries nicht zu vergessen. Das war ja wirklich unsere allererste Query. Und die hat jetzt auch wirklich komplett hergehalten für das ganze Let's Play, ne? Ich hatte die vorher nicht kleiner, ne? Ich hatte die schon immer so groß. Aber dass die natürlich... Okay. Dass die natürlich so viel oder so lange durchhält. Das ist schon faszinierend. Es kommen immer noch Items durch. Und das ist auch so eine Kleinigkeit, wo ich mir denke, man sieht nicht wirklich, passt das jetzt mit den Items oder nicht. Ja. Nach dieser Query hier, oder... Doch, das war hier. Das war die allererste Query, die wir hatten. Normalerweise schon. Ich hatte sonst keine, oder? Da hinten ist ja noch alles, unberührt, sage ich jetzt mal. Ja, das war schon. Das war die erste. Ja. Dann hatten wir die Query da hinten, ne? Die hatte ich ja auch noch gebaut gehabt, um hier so ein bisschen an Marble ranzukommen. Die hat uns auch hier echt eine Menge Marble gebracht, muss ich ja wirklich sagen. Aber die war eigentlich relativ schnell fertig, weil sie einfach nicht die Fläche hat, wie zum Beispiel die hier. Und weil ich es natürlich übertreiben musste, habe ich auch noch eine Quarry in der Wüste gebaut und eine Quarry hier gebaut, hinter der ersten. Wobei die jetzt, wenn ich mir das so angucke, also ich sag ja, die Quarries hier am Server haben ein bisschen leichte Probleme. Denn normalerweise arbeitet das Ding hier alles ganz genau miteinander ab. Bewegt sich das Ding überhaupt noch? Nö. Nö, warum? Warum? Warum geht das nicht mehr? Ist die aus? Nö. Jetzt wäre sie aus, ne? Sie hat Lava, sie hat Wasser. Ja, das ist eben das, was ich meine, ne? Server. Und die Frage ist natürlich auch, warum hier das gelb-schwarze Ding noch drin ist. Und hier nicht. Also irgendwas stimmt mit der Query nicht mehr. Ne, da fährt sie. Na, ich vermute mal, das war wieder... da hätte ich ja auch vielleicht einen Chunkloader oder so gebraucht. Ja, das ist auch so ein kleines Problem, ne? Aber da muss ich mich eventuell im nächsten technischen Let's Play ein bisschen drum kümmern. Ja, in unsere Mine brauche ich nicht runtergehen. Ihr wisst, die ist riesig geworden, ne? Die ist wirklich riesig geworden. Wir haben noch hier aus Langeweile ein normales Weizenfeld angelegt. Wir haben unsere Tiergehege vergrößert. Und ja, jetzt zum Schluss haben wir quasi unser Schienensystem gebaut. Also allen in allem denke ich jetzt, ich habe in den 200 Folgen doch ein bisschen was geschafft. Ein ganz klein wenig. Und ich bin ja echt gespannt, wie die nächsten 100 Folgen laufen. Ich hoffe natürlich, für euch ist es auch mal wieder schön, so ein bisschen, sage ich mal, so einen kleinen Neustart zu machen. Und für alle, die sich jetzt dieses Video, also quasi das letzte Video der ersten Tekkit-Staffel angeguckt haben, für die gibt es jetzt noch einen kleinen Bonus. Manche finden es vielleicht auch über die Beschreibung heraus. Aber meine Map, genau die hier, wird es zum Download geben. Aua, du mistiges Ding. Also für alle, die gerne auf meiner Welt weiterspielen würden, die meine Welt gerne zerstören würden, die keine Ahnung was mit der Map machen möchten,
können sich diese downloaden. Der Link ist in der Beschreibung. Was ihr dazu braucht, ist Tekkit Classic. Ihr wisst es, das Einfachste ist immer noch das Ganze mit dem Tekkit Launcher zu machen. Texture Pack. Ihr wisst es selber, war das Fax. Mit der Mod für Tekkit Classic. Ganz einfach zu finden auf der Fax-Seite. Ich kann ja das auch nochmal kurz sagen. Ihr holt euch quasi das Texture Pack. Je nachdem, ob das 32, 64er, 128er. Und ihr geht dann quasi auf der Fax-Seite auf Mods. Zieht euch da dann den Zusatz für Tekkit runter. Öffnet beide Texture Packs mit einem ZIP-Programm oder einem WinRAR. Und zieht quasi den Download mit den Mods, also quasi die Mod für Tekkit, in das normale Texture Pack rein. Schließt das Ganze, holt das in euren Ordner. Und schon habt ihr auch die Texturen für Tekkit. Ja. Ist eigentlich ganz simpel, wenn man sich das Ganze mal durchliest, wenn man ein bisschen googelt. So. Nachdem ich jetzt eh schon wieder ein, zwei Minuten drüber bin, sage ich mal, ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht, meine 200 Folgen des Tekkit Classics. Und ich hoffe natürlich, ihr kommt auch wieder oder ihr guckt auch wieder zahlreich bei der neuen Staffel rein. Würde mich echt freuen. Und ja, das war es eigentlich soweit von meiner Seite. Möchte ich noch kurz eine Kuh schlachten, bevor ich hier vom Server gehe. Wenn ich denn darf. Tja. Ja, Leute. Wie gesagt, ich hoffe, euch haben meine 200 Folgen des Tekkit Classics gefallen. Und wir sehen uns dann zu einer neuen Staffel von Minecraft. Ich sag es nicht.